Ja, willkommen zurück bei Prey. Ich bin da an der Stelle, wo ich kurz vor, ja, wie soll man so schön sagen, verreckt bin. Und da gehen wir jetzt wieder hin. Und ich werde garantiert nicht mehr den gleichen Fehler machen und mich auf den Operator stellen, während er explodiert. Hier gucken wir nochmal. Hebekraft 2 brauchen wir hierfür. Hier haben wir noch E-Mails. Und, ah, da haben wir sogar eine rote. Eine rote bedeutet, glaube ich, Quest. Das wird mir noch so oft passieren. Hey, ich glaube, Bellamy hat Daten zu Mimikry und Fernmanipulation aus der Forschungsabteilung entwendet. Gehen Sie zum Traumazentrum und nehmen Sie seine Leiche, die Schlüsselkarte zu seinem Quartier ab. Tut mir leid, dass das so makaber ist, aber Alex würde ausflippen, wenn jemand anders diese Daten findet. Ja, dann haben wir jetzt eine neue Quest schon wieder bekommen. Marco Simmons, merken wir uns mal. Und ich schau mal, ob hier irgendwie noch. Ich glaube, hier war noch ein kleiner Mimic irgendwo. Ein Mimic. Mimic. Ja, ich bin auch jetzt. Sollten die mir hier nicht angezeigt werden? Mit der Brille? Wofür habe ich denn das doofe Ding dann? Also. Naja, zum Glück haben sie mich nicht erwischt. So. Hier haben wir aber nichts mehr. Hier ist ein Fehler. Und ich gehe jetzt mal weiter. Hier in dem Raum war ja auch irgendwas. Was waren hier nochmal? Hier sind wir letztes Mal gestorben. Und da lag December. Phantoms können wir auch nicht mehr scannen. Morgan, dieser Operator war ein älteres, defektes Modell. Oder was Schlimmeres. Alex, die Typhon. Sie arbeiten alle gegen Sie. Vertrauen Sie sich selbst. Vertrauen Sie Ihrem Video. Wir brauchen die Zündschlüssel, um die Talos 1 zu zerstören, bevor es zu spät ist. Okay. Du brauchst das hier vielleicht. 6950. Da haben wir irgendwas gekriegt. Haben Sie was Interessantes gefunden? Ah, für Alex. Für Alex Büro Tresor haben wir was gefunden. Du kannst doch hier bestimmt was machen, oder? Gehen Sie zur Datenzentrale morgen. Sie brauchen Ihren Zündschlüssel. Ja, den will ich mir auch holen. Schön wäre es natürlich, wenn du mich nochmal eben aufgefüllt hättest. Mehrere Ziele. Jetzt muss ich ganz kurz mal mit euch abklappern, was wir überhaupt machen. So. Schlüssel der Leiche im Traumazentrum. Müssen wir das machen? Whistleblower. Den nehmen wir auch mal mit rein. Ja. Umweg ist die Hauptgeschichte. Wir kümmern uns jetzt erstmal, das ist Alex Büro, ins Traumazentrum und in der Wohnkapsel. Wobei in die Wohnkapsel konnten wir, glaube ich, gar nicht rein. Dann gehen wir jetzt mal. Ich glaube, der hört mich, oder? Hört er mich? Geh zur Lobby. Guck mal, in der Lobby sind wieder zwei. Wie komme ich denn jetzt an den Aether Phantoms vorbei? Aether. Oh, die Ladezeiten sind doch ein bisschen. Also, hier ist alles relativ flüssig. Jetzt müssen wir mal gucken, dass ich hier. Ich höre sie schon. Würde die aber ganz gerne noch einmal durchscannen. Vielleicht sehe ich sie ja auch irgendwo. Ja, wir müssen hier leider schleichen. Ich hab jetzt gerade keine Lust auf die zu treffen.
schon mal Mimik. Ach. Können wir den denn irgendwie jetzt charmant jetzt weghauen? Da ist er. Scannen würde ich dich ganz gerne. Wo bist du? Scan abgeschlossen. So, neue Fähigkeit verfügbar. Genau das wollte ich haben. Dann gucken wir mal. Wo ist denn die neue Fähigkeit, die ich jetzt bekommen habe? Ist das vielleicht? Oh, ich habe 7 Neuromods. Jetzt könnten wir aber eigentlich schon mal hier was machen. Du bewegst dich blitzschnell bis zu 6 Metern weiter und hinterlässt einen Doppelgänger, der deine Gegner 4 Sekunden lang täuscht. Ja, das war doch eigentlich gar nicht so schlecht, das Verwandeln, oder? 4 Sekunden lang komme ich dann weg. Das wäre jetzt zum... Ich will aber mit euch nochmal kurz gucken. Das wäre jetzt zum Flüchten. Das finde ich auch nicht schlecht. Du tarnst dich, indem du die Gestalt eines Objektes in der Nähe annimmst. Verbraucht 2 Psi pro Sekunde. Finde ich jetzt prinzipiell auch nicht schlecht, aber ist ein bisschen blöd. Dann liegen wir irgendwie als eine Kaffeetasse da rum und der Typ steht immer noch neben uns und unser Psi verbraucht sich. Gibt bessere Sachen. Die könnten wir auch noch holen. Du nutzt einen Geist, um entfernte Objekte zu erlangen und bis zu 10 Meter entfernte Geräte zu interagieren. Mhm. Du zwingst robotische Gegner dazu, nicht mehr feindselig zu sein und 30 Sekunden lang für dich zu kämpfen. Das sind die korrumpierten Operator, die ich damit umstimmen kann. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Hier könnten wir uns holen. Du erzeugst eine physikalische Explosion, die bis zu 50 Schaden verursacht. Ist ungefähr so viel wie ein klein bisschen mehr wie ein Shotgun-Schuss. Und, aber dafür hat er natürlich AOE, ne? Also alle in meinem Kreis. Hier haben wir 75 und hier haben wir dann wahrscheinlich 100. Tja, das wäre natürlich auch super hier. Du gehst und läufst vollkommen geräuschlos. Das finde ich, fände ich super. Dann brauche ich nicht mehr die ganze Zeit auf den Boden krabbeln. Aber 5 ist natürlich auch eine Ansage, ne? 5 ist eine Ansage. Die müssen wir aber auf groß oder lang machen. Wo ist denn hier zerlegen? Die hätte ich auch gerne. Zerlegen. Und die hätte ich auch gerne, weil beim Recyceln zerlegen hätte ich ganz gerne und recyceln hätte ich ganz gerne. Sollen wir das einfach mal probieren? Wir gucken mal, ob ich... Neue Zielfähigkeit verfügbar. Yo. Gucken jetzt mal da hinten ins Traumazentrum. Oh, geh weg, du Mimik. Weg hier. Weg hier. Ach gut, weißt du was? Manchmal muss man den Jungs auch einfach nur ein bisschen Powder geben, ne? Na, komm da hoch. Ja, guck mal, die verfolgen einen richtig schön. Ich bin gerade verwirrt. Ach, vielleicht probieren wir es einfach auch mal. Oh, bist du schon mal kaputt? Ich war gerade kurzzeitig, wo ich gesagt habe, Mensch, verwenden wir. Psi-Fähigkeit ist noch nicht ready. Warte ich mal, bis der nächste kommt. Wie? Wir haben nur noch einen Schuss? Das wird ja ein Spaß für die ganze Familie, oder? Kann das sein? Vielleicht komme ich mit der Glühkanone weiter. Wo ist er denn hin? Wo ist er denn hin? Wo ist er denn hin?
stand doch gerade 2, oder? Meine Fähigkeit ist auf jeden Fall schon mal wieder gewachsen. Ich höre hier auch keinen mehr gerade, oder? Ich höre hier keinen mehr. Ja, dann. Hier sind auch mehrere Ziele, aber wir kümmern uns jetzt erstmal um das Traumazentrum und das scheint mir hier relativ nah zu sein und da waren wir auch schon. Und dann können wir gleich nochmal in Alex' Büro gehen. So, hier waren wir übrigens noch gar nicht. Bananenschale, Zigarre, Udon-Nudeln, sehr gut. Hier hatte ich immer, gleich haben wir wahrscheinlich, hier war auch noch ein Bianca Goodwin, Baseballhandschuh, biologische Abfälle haben wir auch noch, hier unten waren wir noch gar nicht. Was könnte ich hier wieder reparieren? Russische Blinis. Ja, herzlichen Glückwunsch. Können wir den reparieren? Können wir, oder? Wen haben wir hier denn liegen? Misha. Durchgebrannte und EMP-Ladung. Shuttle Dock. Wir probieren den mal wieder aufzustellen. Ersatzteile haben wir ja noch ein bisschen. Wo stellen wir den denn mal hin, sinnigerweise? Wir den direkt hier hinstellen, oder? Na, so, wir stellen den hier hin, weil ich habe schon mitgekriegt, dass wenn die Typen dahinter... Einsatzbereit. So hat er nämlich die komplette Range und keiner kann dahinter... das reicht nämlich... Den reparieren wir doch auch mal eben gerade, ne? Vielleicht machen wir dann die Lobby einfach mal auch ein bisschen sicherer hier. Ich hoffe, dass... Also wenn ich die Stimmen höre... Dann ist hier auch wieder ein Phantom oder sowas. Wir haben ja schon gesagt, also in dem Bericht über die Phantoms, dass die probieren, irgendwie unsere Sprache zu sprechen oder so, aber das wohl irgendwo nicht hinkriegen. Hier ist das Trauma-Center. Haben wir hier überhaupt schon drin? Nee. Bin mal mit meiner Einschusswumme, bin ich mal... Sache ist. Ach. Ich brauche Moon unbedingt. Wo war denn hier nochmal die nächste? Wo war denn nochmal die nächste? Ich brauche Shotgun. Dann ist der. Alter. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Okay. Ja. Wo krieg ich jetzt Munition her? Was habt ihr denn hier für mich? Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Wer bist du denn? Anna. Die Namen kann ich mir eh alle nicht merken. Ich muss mal ganz kurz in mein Ding gucken. Daten. Und zwar Forschung. Das war ja so ein Ether Phantom. Wogegen ist der denn Schwäche Q-Strahl? Haben wir nicht. Ansonsten geht es ihm eigentlich relativ gut, ne? Aber er hat auch keine Immunität.
Ich will jetzt nicht anfangen, hier ihn mit einer Pistole zu beschießen. Das werde ich nicht überleben. Da hinten ist der Bescheuerte. Hier habe ich keine Schlüsselkarte. Was ist das denn da? Und was leuchtet da? Ich brauche Muni. Ich hol mir erst Muni. Tut mir leid, Leute. Dann machen wir den eben platt. Aber ohne Muni ist hier natürlich auch total bescheuert. Wo war denn hier nochmal Munition? Vielleicht gehen wir auch erst in Alex sein Büro. Ach, hier oben war doch... du bist auch schon wieder kaputt. Hier oben kann ich ja Muni holen. Ja. So, ballern wir hier doch mal den Schrott rein. Zerlegen wir auch nicht. So. Oi, oi, oi. Hier ist er. Ja, ja, echt viele Sachen gekriegt. Dann starten wir mal. Ich kann mir sogar Neuromods herstellen. Das sollten wir vielleicht gleich auch machen. Und zwar werde ich Schrotpatronen bauen. Wie viel haben wir denn hier? Oi, 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 oi. Da können wir nicht viele bauen. Da können wir gerade mal 2 Stück bauen. Die brauche ich auf jeden Fall. Hier brauche ich irgendwo eine Taktik. Hier kann ich nicht durchrennen. Wie viel braucht denn die Neuromod-Geschichte? 2. Hätte ich natürlich viel lieber als diesen... als die Schrotpatronen. Ja gut, es geht jetzt auch gerade nicht anders. Also merken wir uns Schrotpatronen hier auch ein Stück weit Mangelware. Dann müssen wir halt noch ein bisschen was aufsammeln. So, jetzt gehen wir mal zurück und kümmern uns um diesen blöden Aether Phantom. Damit wir uns hier auch in Ruhe umgucken können. Ich gehe doch lieber von der anderen Seite ran. Und schleiche mich da an. Ich hoffe nicht, dass mich jetzt so ein Mimik hier anspringt. Ist hier irgendwo ein Mimik? Da ist er. Wenn ich den einmal wohl abgescannt habe. Ist hier irgendwo ein Mimik? Systemalarm. Reparaturbedarf. Ja, ich will mir ja alles in Ruhe angucken. Deshalb, warte mal, das ist ja ein Thermalphantom. Das denn? Das ist ja ein Thermalphantom. Kopiertes. Thermalphantom. Immunität, Feuer. Schwäche. Psychisch. Was haben wir denn für psychische Waffen? Wie der Name schon sagt, setzt dieses Phantom Wärmestrahlung ein. Die Infrarotanalyse zeigte, dass es ihm möglich ist, sich durch das Ausstrahlen einer tödlichen Energiemenge im Infrarotbereich zu schützen, wenn es bedroht wird. Seine gefährlichste Fähigkeit ist jedoch der spontane Auswurf superheißes Plasma aus der Entfernung. Die Reichweite konnte aufgrund der begrenzten Ausmaße der Eindämmungszellen noch nicht ermittelt werden. Ja, das werden wir jetzt nochmal ermitteln. Ah, ich habe eine fantastische Idee. Ja, vielleicht klappt, vielleicht klappt es nicht. Gucken wir mal. Ich schleiche mich auf jeden Fall jetzt mal an die Explosivkanister. Sollen wir uns mal hier anschleichen und ihn explosiv... Ich habe mal eine Idee. Kollege! Wo ist er hin? Wo ist er hin? Oh, ich habe nur noch 31 Health. Ich habe ihm aber, glaube ich, gut einen verpasst, oder? Wäre jetzt eigentlich down?
höre nichts mehr. Da, mal eben repariert hier. Ist er das? Thermal, ja genau. Was hat er denn? Ersatzteile hat er für mich gehabt. EMP-Ladung und einen defekten Lüfter. Und das nehmen wir auch. Jetzt können wir uns hier mal in Ruhe umgucken. Vielleicht finden wir hier schöne Sachen, die wir noch brauchen könnten. Wir haben auf jeden Fall schon fast wieder ein komplettes Lucia. Die mussten wir nicht durchsuchen. Biologisch gefährliche Abfälle haben wir hier. Aber das hat eigentlich ganz gut geklappt, ne? Habt ihr gesehen mit der Explosionsladung, wo ich die jetzt werfen kann? Vielleicht hätte ich da einfach noch mehrere auf ihn werfen sollen. So dieses Psy-Ding können wir ja auch ruhig mal nehmen. Quarantäne, ja, das hört sich schon wieder super an. Na, was ist denn hier? So. Ersatzteile, sehr gut. Den können wir, den können wir aktivieren. Beantragen neuen Operator. Komm mal raus, machen wir mal ganz wieder. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Medizinoperator bereit zum Einsatz. Diagnostizieren. Machen Sie die Öffnung frei. Alles erledigt. Vergessen Sie den Patientenfragebogen nicht. Ihr Feedback ist von unschätzbarem Wert. Ja, du kriegst ein gutes Feedback. So, alles mitnehmen, was nicht niet- und nagelfest ist. Hört das jetzt auch gleich auf oder brennt das und schmockelt das hier noch weiter? Was haben wir hier? Nur Notiz. Ergebnisse. Patient positiv auf nicht kleinzelliges Lungenkarzinom getestet. Boah, das sind Wörter hier. Patient gab bei seiner Anmeldung keine Beschwerden an, bevor er zum Fähigkeitsaufzeichner gebraucht wurde. Patient sofort kontaktieren und unverzüglich zum Traumazentrum überführen, falls er sich noch auf der Talos aufhält. Okay, alles klar. Eure Ziele. Jetzt müssen wir mal gucken. Da liegt er und ich glaube. Neuromod haben wir ja auch wieder gekriegt. Gut. Dann lesen wir uns doch nochmal die E-Mails durch. Das weiße Rauschen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Medikit-Plan haben wir gekriegt, oder was war das? Ja, Passwort eingeben. Mist. Haben wir nicht. So, ich guck mal eben nach der Quest. Schlüssel der Leiche. Schlüssel der Leiche. Die muss doch hier im Traumazentrum. Sind wir doch hier. Wo ist denn die Traumazentrum? Hä? Programme. Preiskarte. Preiskarte herunterladen. Systemalarm. Hier haben wir die Preiskarte schon mal. Das ist gar nicht so verkehrt. Okay. Dann haben wir hier Besatzung. Wie hieß der Typ nochmal? Bilamis Leiche müssen wir finden. Wo ist er denn? Ja. Ist nicht aufgeführt. Ne, ist nicht aufgeführt. Achtung, die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Da ist das Tracking-Armband von ihm irgendwas. Ja, da kann ich ihn auch nicht finden, wenn hier das Tracking-Armband liegt. Also... Seltsam, ich kann die Aufzeichnung nicht aufrufen. Sie sind nicht im System. Soll ich immer noch vorbeikommen? Ja, gut, komm. Hier ist vielleicht was. Achtung, an aller Sicherheit im Trauma. Es werden mehrere... Ja, jetzt ist das in der Psychotronik. Es werden mehrere verletzte Personen sowie mögliche Todesfall eingeliefert. Einer von ihnen ist Dr. Sylvian Balami. Bringen Sie ihn nicht ins Traumazentrum. Muss unbedingt in die Psychotronik aus dringenden Sicherheits... Warte, Waffe hier.
und Gesundheitsgründen, ich wiederhole, liefern Sie Dr. Sylvain Bellarm nicht ins Traumazentrum, wissen wir Bescheid. Dann haben wir hier auch weitestgehend alles gemacht. Außer den Apfel hier mitgenommen. Die liegt nach wie vor da hinten noch. Konnten wir hier noch durch, dann will ich nur mal gucken, hier hatten wir keinen Schlüssel, ne? Welches Büro ist das? De Vries. Hallo, kommen Sie wegen eines Termins? Ah, hier waren wir auch noch nicht. Nee, ich komme nicht wegen einem Termin. Oh, ätzendes Geräusch. Ah. Was können wir hier denn machen? Ach nee. Nicht schon wie. Der Fragebogen hat mich ja schon wahnsinnig. Guter Kopf, schlechter Kopf. Hier steht auch nichts drin. Aber hier. Den Asternstrauch nehmen wir uns mal mit. Nein, Alkohol wollte ich gar nicht haben. Was können wir hier machen? Programme auslösen. Verhaltenstest. Gut. Dann haben wir Dateien. Was können wir hier machen? Daten übertragen. Lorenzo Calvino, den haben wir auch schon gesehen. Also seine Leiche haben wir zumindest gesehen. Erzählen Sie mir von dem Traum. Der Traum, ja, er spielt immer in meinem Labor und ich stehe vor dem Looking Glass. Sind Sie allein? Ja. Was sehen Sie da im Looking Glass? Nichts. Zuerst. Ich will es nicht einschalten. Aber ich kann nicht anders. Ich muss es einschalten. Und es ist wie der Mittelpunkt eines schwarzen Lochs. Eine immense Dunkelheit. Da ist etwas. Es schwimmt durch die Schwärze. Ich kann es erahnen. Ich erahne seine Form. Es fühlt sich an, als wolle es durchdringen auf meine Seite. Ich muss das Looking Glass ausschalten, bevor es mich sieht. Aber ich wache immer auf, bevor ich dazu komme. Wie sieht sie aus, die Form im Looking Glass? Ich, vergessen Sie's. Sieht sie aus wie auf diesem... Systemalarm. Reparaturbedarf. Dr. Calvino, sieht sie so aus? Das ist... Ich, Sind Sie sicher? Wo haben Sie diese Zeichnung her? Haben Sie mich überwacht? Ich will nicht mehr mit Ihnen reden. Okay, hier können wir noch ein bisschen mehr gucken. Sitzungsprotokoll. Sarahs Feindseligkeit mir gegenüber hält unvermindert an. Sie hält mich auf Distanz, was es mir sehr schwer macht, ihre Ängste und ihr Misstrauen anzusprechen. Einige ihrer Antworten heute haben mir ein paar Einblicke gewährt, die ich in weiteren Sitzungen vielleicht guten dazu Tag, nutzen kann. Carlos. Ja, das Mittagessen wird von 12 bis 14 Uhr in der Kantine serviert. Das tägliche Menü finden Sie im... Sarah, kommen Sie rein. Sarah, aber nennen Sie mich Chief Eleazar. Hallo, Matt. Schön, Sie wiederzusehen, Dr. Hugh. Myers, bitte. Entschuldigen Sie, aber laut meiner Daten heißen Sie Sarah. Das hatten wir schon. Meine Mutter hat den Namen ein wenig angepasst. Geht das jetzt 59 Minuten so weiter? Dann können wir die Sache auch abkürzen. Systemalarm. Reparaturbedarf. Ich dachte, vielleicht könnten wir heute über Ihre berufliche Laufbahn reden. Können Sie bitte, bitte Medizin, ob der auf dem Tisch liegt? Ja, gut. Okay. Die sich daraus ergeben hat. Ach, Mist. Der Militärdienst war keine Flucht vor Ihrem Gemecker, Matt. Ich war einfach... Hallo, rastlos. Schön, Sie zu sehen. Und das hat sich gebessert? Sind Sie jetzt nicht mehr rastlos? Es geht mir gut. Ihr letzter Einsatz war die Evakuierung und in den Berichten darüber... Ich habe so viele gerettet, wie ich konnte. 100 Zivilisten für jeden verlorenen Soldaten. Ja, tragisch. Dennoch, Soldaten unter Ihrem Kommando zu verlieren... War es wert, sowohl für die Überlebenden als auch für den Frieden in der Region. Einen verlorenen Kampf zu führen, nicht gegen feindliche Truppen, sondern gegen eine Art Naturkatastrophe. Es war nicht natürlich, es war das Werk von Menschen. Es hat mich auf das hier vorbereitet, Dr. Cole.
Auf dieser Station ist es das Gleiche. Es wird eine Katastrophe geben. Wir sind gut ausgebildet und schlecht ausgerüstet. Die Forschung ist gefährlich. Die Ergebnisse geheim zu halten ist gefährlich. Daran besteht ja wohl kein Zweifel. Okay, dann hören wir uns... Dann hören wir uns die letzte noch mal kurz an. Daniel Schuh. Schuh? Diese Psychotests sind Zeitverschwendung. Zeitverschwendung? Wie auf der Erde? Das war etwas anderes. Was das? Wut, Probleme mit Autorität? Ein Jahr Therapie klingt nicht gerade harmlos. Diese Informationen sollten eigentlich vertraulich sein. Wir haben Code gekriegt. Sind Sie wütend? Allmählich ja. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Oder aktuell nicht. Nein. Ich dachte, Sie und Miss Foy, die Sanitärtechnikerin, wurden zusammen gesehen. Sie ist die Leiterin des Sanitärbereichs und wir haben keine Beziehung. Nicht mehr. Ach, und diese Trennung, haben Sie sich geärgert? Probleme mit Autorität. Scheiße, ich bin fertig hier. Melden Sie mich ruhig den News, ist mir egal. Sie bringen die Station in Gefahr, so wie bei Transstar North und auf der Erde. Hallo, Dreckskerle. Kommen Sie wegen Sie werden das unter Ihrem Psychoscheiß begraben. Ach, noch was. Ach, Henrik de Vries war das. Wo war denn jetzt nochmal Quarantäne? Boah, der Dingens ist ganz schön laut. Hier war Quarantäne, ne? Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Das ist übrigens Trevor Young, mit dem wir gerade... Alles gut, Trevor? Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ach, hier haben wir den Code für gekriegt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich den unbedingt rausholen sollte. Fremd kontrolliert. Sollen wir ihn befreien von seinen... Gucken mal. Proband wirkt desorientiert, paranoid, nicht sicher, wie viel seines derzeitigen Verhaltens dem Vorfall zuzuschreiben ist und wie viel der zurückliegende Neuromod-Deinstallation. Empfehle ihn weiter unter Beobachtung zu stellen. Ja, und so ist er hier drin. Vielleicht brauchen wir den später noch. Ich will den jetzt erstmal noch nicht hier rausholen. Vielleicht brauchen wir den später noch. Der kann ruhig mal da drinnen bleiben. Was ich jetzt machen würde, ich hole mir jetzt... Hallo, schön Sie wiederzusehen, Dr. Yu. Ja, hi. Ich hole mir jetzt mal ganz kurz die Neuromods hier rein. Und zwar werde ich... Hier haben wir wieder was Neues gekriegt. Oh! Du erzeugst eine Falle aus superheißem Plasma, die innerhalb von 3,5 Meter bis zu 75, das ist viel, Feuerschaden verursacht, wenn sie ausgelöst wird. Organische Gegner brennen mehrere Sekunden lang weiter. 100, 125. Und hier hätten wir noch, du erleidest 50% weniger Schaden durch Feuerangriffe. Telepathie haben wir auch was bekommen, hier. Du führst einen direkten psychischen Angriff gegen biologische Ziele aus, verursachst 45 Schaden und neuralisierst Psi-Fähigkeiten für 10 Sekunden. Das ist gut. Das können wir auch gegen die Phantoms und die Aether Phantoms und die Feuer-Dinger auch einsetzen. Aber was ich erstmal machen will, ist... Nein. Maximale Psi. Ja, ist auch nicht schlecht. Sehe ich jetzt gerade erst. Ich würde ganz gerne zerlegen machen und erhöht Ertrag auf Recycling um 20%. Die beiden Sachen, ich sage euch auch wieso, das ist ein bisschen blöd, aber den werden wir wieder rausholen, weil wir werden noch so viel Müll reinwerfen in den Recycler und die 20% kriegen wir dann schnell raus, da bauen wir uns dann Euromods von. So, jetzt können wir hier nämlich im Inventar schon was zerlegen, denke ich, und zwar das ist die Feuerkraft unmodifiziert, die können wir zerlegen jetzt, ne? Haben wir zerlegt. Was können wir denn noch alles zerlegen? Den können wir noch zerlegen. Aber wo sind denn die Sachen jetzt hin dafür?
Oder kriegen wir dann, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ob wir dann mehr von diesen Teilen kriegen. Können wir das auch zerlegen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Nee, brauchen wir aber nicht. Können wir den rauswerfen? Nee. Blümchen haben wir auch hier. Den können wir nämlich auch zerlegen. Ach, jetzt will ich mal gucken, was wir da mehr Teile für kriegen. Das, hier haben wir 7 und hier haben wir 19. Ja, will ich. Gut, da kriegen wir ein Ersatzteil für. Ist ja jetzt auch nicht wirklich so viel, oder? Wie sieht es mit Schrott aus? Können wir den auch teilen? Nee. Können wir nichts anderes machen? Okay. Weiß ich doch schon mal Bescheid. Psi können wir mal auffüllen. Dann nehmen wir so ein Ding hier. Genau. Euromods haben wir noch 2. Jetzt können wir mal gucken, ob wir ein paar neue Euromods vielleicht herstellen können. Was war hier? Hier kann man auch nicht rein, ne? Ne, brauchen wir noch eine Schlüsselkarte. Vielleicht hat... Ne, hat er garantiert nicht mit. Warum sollte der, wenn er in Quarantäne steckt, eine Schlüsselkarte haben? So. Einmal noch ein bisschen Euromod bauen hier. Gerade haben wir ja schon wieder viel gefunden. Und wir haben jetzt 20% mehr raus. Das ist gar nicht so verkehrt. Da ist doch der Ding jetzt voll. Wie viel? 19. 19 Schuss ist auch ein bisschen wenig, ne? Aber ich hätte lieber eine Euromod. So. 12, 4. Ah, können wir 2 Euromods bauen. 2 Euromods ist drin, ne? So, haben wir 2 Euromods, haben wir nochmal 4. Und ich gucke einmal mit euch noch rein bei den Neuromods, was wir hier noch machen können. Techniker, Sicherheit. Wobei, das machen wir, ich gucke mit Blick auf die Uhr, machen wir das in der nächsten Runde. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis bald.